ist zum Beispiel ganz interessant, wenn du eine eigene Wohnung hast oder ein eigenes Haus, dass du dann sagen kannst, hier, ich habe eine Hausratversicherung. Ein Arbeitskollege, der hat das zum Beispiel mal so beschrieben. Na, Mist. Ich dachte, ich kann ihn so... Ah, komm her. Ich bin tot jetzt. Ich kann gerade nichts. Ich bin gerade voll blöd. Wie komme ich da denn ran? Anscheinend gar nicht. Egal. Nee, aber... Alles, was du in deinem Haus oder in deiner Wohnung drinne hast. Er sagte, du kannst das Haus auf den Kopf stellen. Und alles, was da rausrieselt, das ist dein Hausrad. So wird das halt genannt. Das kann man bis zu einer gewissen Summe kann man das auch mitversichern lassen. Das wäre dann halt die interessanteste Versicherung, die du dann im Jahr mit Betrag XY abzahlst oder einzahlst. Hä? Wo muss ich denn da hin? Muss ich da jetzt runter oder was? Ja, ich glaube, der Weg ist falsch. Ich denke mal immer noch geradeaus. Stimmt's? Oder habe ich recht? Ich weiß es gar nicht. Voll verwirrend hier. Aber gib mir dann mal das Fragmente. Gut, das Schiff haben wir glaube ich. Ah, okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder zurück zu meinem Schiffchen. Die zwei haben sich ordentlich vollsaufen lassen. Schleichen wir mal vorbei. Egal. Und tschüss. Okay. Ein bisschen anders hinsetzen. Scheint immer nur eine Runde. Na gut. Es ist unmöglich hier unentdeckt lang zu laufen. Ach, der hat's aufgegeben. Okay. Und er summt immer weiter. Alles klar. Witzig. Okay. Ah, hier gibt's wieder ein Versteck. Wow. Okay. Sind ein Haufen Leute. Ach du liebe Scheiße, wie soll ich denn hier durchkommen? Julien de Casse auf Spirène.
Okay. Das versuchen wir. Ich hoffe, wir werden nicht entdeckt. Haufen Leutchen hier? Amico, ich bin unsichtbar. Und tschüss. Oh, der nächste. Und tschüss. ey. Komm, geh runter. Geh runter jetzt. Oh. Spiel. Mach doch mal das, was ich sage. Cool, den kann ich hier reinlocken. Komm mal mit, René. Hey, Kollege. Schlafe schön. Jetzt machen wir das mal ganz schlau. Wir umgehen die Leute. Nö, nö, nö. Mist, den habe ich ja ganz vergessen. Wurde gesehen. Mir scheißegal. Oh nö. Seit wann kann ich schwimmen? Ich warte, bis der wieder weg ist. Obwohl, ich kann da jetzt ja so hinspazieren, hoffe ich mal. Du kannst finden. Okay. Ich springe hin und her. Wie ein kleines Füchslein. Mir egal. Ich gesehen. Okay, ich überlege mir da jetzt mal was. Hehehe. Pass auf, das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Komm mal mit. Kann ich mir den hier so schnappen?
Vielleicht. Seht zu, dass ihr die Ladung sichert. Blöd, dass sie hier nicht pfeifen kann. Ich will ihn jetzt mal von oben erwischen. Aus der Takelage. Wie erwischt mich da keiner? Schräg, sieht mich da keiner? Na, ey. Bams. Oder könnte ich da von oben? Wir richten Anker vor Sonnenaufgang. Ja, mach das. Oder gibt es da irgendwie eine spezielle Aufgabe so? Ja. Vamos! De prisa! Wir laufen diese Woche 4 Elfen an! So, und jetzt lauf mal unter mich lang hier. Und tschüss! Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Bist du bitter? Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Doch ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unseren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde, abgeschafft! Eine freie und offene Welt, ohne Parasiten wie dich! Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance! Okay. Die Burg gehört uns! Ja gut, du kannst durch Luft auf Adidatten. Kann ich mein Feedback noch abgeben? Geht das? Nee, schade. Ah, X. Ist okay. Danke für dein Feedback. Alles klar. Gehen wir auf A fortsetzen. Ach Mensch, liebe Leutchen, das war's erstmal. Würde ich sagen, wir haben die Französin geil gemacht. Hey! Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Ein Begrüßungsgeschenk. Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr 11. Oh. Bonjour. Natürlich. Richtig aus. Nun, Olivier will Sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Suivez-moi. Ah, okay. Oberstes Stockwerk, nicht schwer zu finden. Aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Deshalb hat unser Tool-Team eine tolle Karten-App entwickelt. Auf Ihrem Kommunikator. Ich habe Oliviers Büro schon eingegeben. Das finden Sie leicht. Aus. Olivier ist echt nett, der beißt nicht. Okay. Oder? Ich mach mal nochmal mit Gamepad. Geht das? Vielleicht ein bisschen langsamer. Bäh. CCO. Hallo? Hi? Test, test. Funktioniert das Ding? Hier ist John aus der IT. Wir kennen uns schon. Ich habe deinen Animus kalibriert. Ich bin so eine Art, Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Ich mache den ganzen Technikkram. Hast du eine Minute oder...
Verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Okay. Ich piepst dich an, wenn du fertig bist. Ich muss dich um was bitten. Okay. Er scheint enttäuscht zu sein. Bonjour. Gehen Sie rein. Er erwartet Sie schon. Alles klar. Mach ich gleich. Ich will mich noch ein bisschen hier umgucken, wenn ich darf, ja? Okay, was für Hefte liegen hier denn? Discovering New Technology. Okay. Schade, ranzoomen kann ich nicht. Das ist ja doof. Okay, liebe Leutchen. Ich mache hier... Stimmt etwas nicht? Doch. Ich will nur gerade abmoderieren und sagen, ich mache hier an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Oh, schön. Statue. Und sage... Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Oh, cool. Hier geht's... Rein mit ihnen. Ja, ach komm. Ah, schönes Bild. Yeah. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten natürlich eben halt nicht. Ist ja wie immer euch überlassen. Sie sind nervös, oder? Er ist wirklich sehr nett. Ja, ich weiß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gary. Tschüss.